Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen im Namen des FC Bayern München, heute hier in der Allianz Arena. Oberrang im Mittelrang und im Unterrang. Und jetzt Philipp, fast freie Bahn. Er muss allein gehen, es kommt niemand mit. Jetzt für die Tor! Tor! Hoeneß, 1:0 nach 16 Minuten. Fangen wir gleich an. Die Berichterstattung der letzten Wochen hat erkennen lassen, dass nicht jeder mit der Strafprozessordnung und der Gebühren- und Abgabenordnung vertraut ist. Was berichtet wurde, stimmt einen nachdenklich. Aber nun zur eigentlichen Sache. Herr Hoeneß, fürs Protokoll Ihre persönlichen Angaben, bitte. Ulrich Hoeneß, geboren am 5. Januar 1952 in Ulm. Verheiratet, deutscher Staatsbürger, von Beruf Unternehmer. Herr Hoeneß, gegen Sie besteht ein Haftbefehl vom 20. März 2013. Er wurde außer Vollzug gesetzt unter Auflagen. Die Anklage wurde zugestellt am 30. Juli 2013. Sie wurde unverändert zugelassen am 31. Oktober 2013. Lassen Sie mich hier eins klarstellen. Diese Kammer macht keine Deals. Über Rupert Heindl war bekannt, dass er ein sehr kantiger Kopf ist, ein sehr selbstbewusster Mann und einer, der sich nicht einschüchtern lässt. Einem, dem vollkommen wurscht ist, wer vor ihm steht. Unter Juristen heißt es, er ist sachfremden Erwägungen nicht zugeneigt. Hoeneß Verteidiger Hans Feigen ist ein knorriger Mann. Kein Wort zu viel, klare Sätze, klare Struktur. Ein Mann, der sein Geld auch wert ist. Er hat schon Jürgen Fitschen von der Deutschen Bank verteidigt. Er hat Postchef Zumwinkel vor dem Gefängnis bewahrt. Und Uli Hoeneß kauft sich eben nicht nur beim Fußballspielen die Besten ein, sondern auch für die eigene Verteidigung. Achim von Engel ist der Staatsanwalt, der den Buchstaben H in der Staatsanwaltschaft München II betreut. Gilt als tüchtig dieser Mann, als absoluter Finanzexperte, Steuerexperte, jemand, dem man so schnell nichts vormacht. Uli Hoeneß empfand er in erster Linie als richtigen Klops Arbeit zu all dem, was er schon hatte. Herr Staatsanwalt, bitte. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last. Der Angeklagte gab für die Jahre 2003 bis 2009 beim Finanzamt Miesbach Einkommenssteuererklärungen ab. Der Angeklagte war, wie er wusste, verpflichtet, in diesen Erklärungen die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen. Dieser Verpflichtung kam der Angeklagte, wie er wusste, nicht nach.
Der Angeschuldigte unterhielt ab 2001 bei der Bank von Tobel AG in Zürich, Schweiz, ein beziehungsweise ab 2004 zwei Konten. Über diese Konten wurden vor allem Devisentermingeschäfte abgewickelt. Ein Teil der erwirtschafteten Spekulationsgewinne wurde vom Angeklagten in Aktien und andere nicht spekulative Kapitalanlagen angelegt. Mittels dieser Aktien und Kapitalanlagen wurden in der Folgezeit weitere Erträge und Veräußerungsgewinne erzielt. Gegenüber den Finanzbehörden hatte der Angeklagte die Existenz der von Tobel Konten verschwiegen. Insgesamt verschwieg der Angeklagte steuerbare Kapitalerträge, Spekulationsgewinne, sonstige Einkünfte in Höhe von 33.526.614 Euro. Dadurch wurden Steuern in Höhe von 3.545.939,70 Euro nicht festgesetzt. Verlustvorträge hinsichtlich der privaten Veräußerungsgeschäfte in Höhe von 5.519.739,20 Euro lagen vor. Ob und wenn ja, in welchem Umfang weitere Devisentermingeschäfte steuerpflichtig waren, ist nicht bekannt. Es entspricht den Tatsachen, dass die ursprüngliche Anklage über den Hinterziehungsbetrag von 3,5 Millionen Euro keine Gewinne aus Spekulationsgeschäften enthalten hat. Uns war bewusst und bekannt, dass es diese Geschäfte gab. Aber uns fehlten die entsprechenden Unterlagen, um hier steuerpflichtige Einkünfte beziffern zu können. Mutter sagt, du sollst die 50 Pfennig aus der Kasse nehmen. Wohl eine gute Arbeit geschrieben in der Schule, ja? Danke. Warum verkaufen wir die Wurst eigentlich nur im Laden? Na, wo sollen wir sie denn deiner Meinung nach noch verkaufen? Kässbohrer, Magirus, die haben riesige Kantinen für ihre Belegschaft. Die würden ganz andere Mengen abnehmen. Zentner, nicht Gramm. Wie stellst du dir das vor? Soll ich da einfach hingehen und denen sagen, schmeißen Sie doch mal Ihren Lieferanten raus, ab jetzt machen wir das? Unsere Würste sind die besten der Stadt. Sag wer? Na, die Kunden. Das ist die Hauptsache. Das, nur das ist die Hauptsache. Aber wenn wir zentnerweise verkaufen... Wo soll ich denn bitte schön hier zentnerweise Wurst produzieren? Wir müssen investieren. Müssten wir das? Und woher nehmen wir das Geld? Die Bank, die würde sicher... Nein, die Metzgerei Hoeneß macht keine Schulden. Wir geben nur das aus, was wir haben, merkt ihr das? Wir geben sogar weniger aus. Und das, was übrig bleibt, das legen wir auf die hohe Kante für schlechte Tage, die du, mein Sohn, Gott sei Dank noch nie erlebt hast. Später, da kannst du dann mal machen, was du willst. Aber uns fehlten die entsprechenden Unterlagen, um hier steuerpflichtige Einkünfte beziffern zu können. Dankeschön. Die Anklage wurde soeben verlesen. Herr Hoeneß, gibt es etwas, was Sie sagen möchten? Sie hätten nun die Möglichkeit dazu. Ich möchte etwas sagen. Moment, Herr Hoeneß. Ich möchte hier ein paar einführende Bemerkungen anbringen. Die Staatsanwaltschaft hat ja bereits eingeräumt, dass ohne die Selbstanzeige meines Mandanten die Ermittlungen völlig ergebnislos gewesen wären. Herr Hoeneß war kooperativ, er hat alles vorgelegt. Auch wenn sich dadurch die Hinterziehungssumme erhöht um 15 Millionen Euro. Als wir diese 15 Millionen hörten, mal ebenso eingestreut von Hans Feigen, wieso so verpackt in Watte? Wir trauten unseren Ohren nicht. Wir haben geglaubt, also das gibt's ja überhaupt nicht. Der kommt auch noch so beiläufig damit daher. Manche haben gesagt, gibt's das jetzt? Kann es jetzt sein? Haben wir uns verhört? Und auch die eigenen Leute von Hoeneß wussten ja gar nicht. Da gab's ja Menschen, die rumgelaufen sind und gesagt haben, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an uns. Und niemand wusste dann, sind es 3,5 Millionen, die angeklagt waren, plus 15 Millionen oder waren es inklusive der 3,5? Also es war für alle so überraschend, dass erstmal große Verwirrung herrschte. Herr Richter, darf ich bitten, dass mein Mandant eine Erklärung verlesen darf? Dem steht nichts entgegen. Bitte. Hohes Gericht.
Lassen Sie mich zunächst einige Angaben zu meiner Person machen. Ich wurde am 5. Januar 1952 in Ulm geboren und bin deshalb heute 62 Jahre alt. $2,30 macht das bitte. Hier. Richtest du deinem Vater aus die Liona ganz fein. Ganz, ganz fein, wie schon beim letzten Mal. Freut uns. Ich werde es ihm sagen. Was ich von meinem Vater gelernt habe, als ich früher als Junge, bevor ich in die Schule ins Gymnasium ging und dann um 6 Uhr morgens durch die Wälder Ulms gerannt bin, weil ich langsam war und nicht ausdauernd genug. Und da hat mich mein Vater um 6 Uhr geweckt, aber der hatte schon seit 3 Uhr gearbeitet. Und da habe ich gelernt, was es bedeutet, seine Familie zu ernähren. Wir haben alle gelernt, hart zu arbeiten. Das hat ihn wahnsinnig genervt oder wahnsinnig geärgert, dass seine Eltern so viel arbeiten müssen und am Ende bleibt so wenig übrig. Und das wollte er definitiv anders machen. Und damit hat er im ersten Fußballclub dann angefangen, mit dieser Ehrgeizstruktur, und hat es bis zum Profi geschafft. Du sollst ja sogar schon in Stuttgart gespielt haben, im großen Stadion. Ja, der Schülernationalmannschaft. Aber nicht, dass dir dieser Sport noch zu Kopfe steigt. Nein, nein. Schule ist das Wichtigste. Dann der Sport. Das höre ich gern, Uli, das höre ich gern. Mein Mann sagt immer, wer sein Geld in kurzen Hosen verdienen muss, der hat im Leben was falsch gemacht. Du willst Lehrer werden, sagt deine Mutter. Ha, das kann ich mir gut vorstellen. Du bist ja ein Gescheitli. Wann unterstützen die jungen Zuschauer die eigene Mannschaft stimmgewaltig? Pirmasens Kurzpass zum Ulmer Hoeneß. Im Stile eines Profis überwindet der 2 Barrieren und verwandelt zum 1:0. In der Schule haben die also verschiedene Sportarten getrieben. Und da war bei beiden oder bei allem, wo er getrieben hat, war nicht schlecht. Ja. Aber damals war eben die Möglichkeit, im Fußball auch Geld zu verdienen. Ja. Was man bei Leichtathletik oder Basketball oder was man so gespielt hatte, noch gar nicht der Fall war. Aber zu dieser Zeit war das nur die einzige größere Möglichkeit, um erfolgreich zu sein. Und er war ja schon erfolgreich, ja? Auch in jungen Jahren schon. Ja? Hoeneß und 1:0 nach 16 Minuten. Dieses Bilderbuchtor nochmal. Hoeneß 1:0. Uli Hoeneß war Jugendnationalspieler, als er zum FC Bayern kam. Und zu dieser Zeit wurde auch Udo Lattek, der beim DFB gearbeitet hatte, von daher die Jugendnationalspieler kannte, Trainer beim FC Bayern, und dadurch hat er dorthin gefunden. Und das ist damals etwas Besonderes gewesen. Er ist ja gemeinsam mit Paul Breitner gekommen, weil beide waren Abiturienten. Es wird ja immer diese Geschichte erzählt, dass sie sich angeblich beim Training auf Lateinisch miteinander unterhalten hätten, um Beckenbauer deutlich zu machen, Junge, wir haben ein bisschen mehr auf dem Kasten. Und das war damals für die Bundesliga noch höchst außergewöhnlich. Also Leute mit diesem, sagen wir mal, intellektuellen Background in der Liga, das gab es eigentlich damals kaum. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Kollege hier nebenan, möchte ich mal sagen, ist Uli Hoeneß, Olympianationalspieler, kann man das so sagen? Ja. Lange Jahre Jugendnationalspieler und im Moment einer der erfolgreichsten und ich möchte mal sagen, der stärksten Spieler bei Bayern München. Sie kommen von einem Amateurclub. Sie haben vorher bei Ulm 46 gespielt. Wie lange? Ach, etwa 4 Jahre vorher in einem kleineren VfB Ulm. Und sicherlich ist Ihnen die Umstellung, in eine solche Klassenmannschaft wie Bayern München hineinzukommen, doch sehr schwer gefallen. Ja, ich glaube, der Hauptgrund, weshalb ich am Anfang doch erhebliche Schwierigkeiten hatte, bei FC Bayern sofort in der ersten Mannschaft zu spielen, war doch der, dass ich einfach nicht die Kraft hatte, um 90 Minuten im schnellen Bundesliga-Tempo mitzuspielen. Mhm. Ich glaube, mir liegt es ganz besonders, wie es bei uns jetzt gerade gut läuft mit dem Gerd Müller. Im Wechsel nach vorne zu stoßen und auch zu schießen. Ja. Sie haben hier einen sehr kräftigen Schuss. Ja. Ja, jetzt erst recht. Hoeneß war für mich jetzt nicht der großartige Techniker. Er war jemand, der mit hohem Tempo spielte, viel Tempo in das Spiel hineinbrachte. Er besaß eine gewisse Torgefährlichkeit. Er war so ein Antreiber. Ja,
Er war einer, der gekämpft hat, der aber auch elegant spielen konnte. Und ewig hängt ihm dieses Elfmeter-Drama nach. Also Uli war kein Brasilianer. Er war kein Künstler am Ball. Uli war athletisch und Uli war extrem schnell. Und jetzt Hoeneß, fast freie Bahn. Er muss allein gehen, es kommt niemand mit. Jetzt Uli, Tor! Tor! 1-0. Was mir eigentlich fehlt, so ein bisschen, ist die Zeit, die unbekümmerte Zeit eines Studenten. Und diese Zeit der Unabhängigkeit, das in den Tag hineinleben, fahren wir einfach übers Wochenende mal dahin, egal was kommt, das fehlt mir schon. Aber das kann ich jetzt nicht mehr nachholen, denn ich habe mich entschlossen, einen Beruf zu ergreifen, der ziemlich reglementiert ist. Und all diese Dinge werden zwar durch Geld bezahlt oder gut bezahlt, ob sie allerdings so vieles ersetzen können, was man versäumt hat, da bin ich mir nicht so sicher. Hoeneß macht Tempo, links lauert Breitner, kommt, ist der Ball bei einem Breitner gelandet. Steilpass auf Müller, Müller jetzt vorbei und Weise, Schuss an den Pfosten! Und die Jugoslawen provozieren wollen, Hoeneß hat jetzt eine Chance und Müller hat sie auch noch mal. Greift den Ball unnachahmlich in seiner Hand über 30, 40 Meter, spielt den ein in den Strafraum, Müller, Müller holt den Nachschuss, Umrand, Tor! 11 Meter für die deutsche Mannschaft, Hoeneß und Tor! Das war das beste Spiel bei der WM, das war mein Spiel. Da war ich mit entscheidend für viele Dinge und vor allem da habe ich mir auch wieder mein Selbstvertrauen zurückgeholt. Ja, wie fühlt man sich, wenn man den möglichen Gipfel schon mit 22 erreicht? Für mich als 22-Jährigen sind Probleme da. Schauen Sie mal, meine Freundin, mit denen ich Abitur gemacht habe, da hat keiner die Probleme. Wie mache ich einen Lohnsteuer- oder Einkommensteuer-Jahresausgleich? Ja. Oder wie lege ich mein Geld an? Oder das sind alles Dinge, die ich in einem Alter schon bewältigen muss, die doch sehr, sehr schwierig sind. Uli, ja. Uli, sag mal, hast du es verstanden? Na, Start in Rio, aber dann 20 Minuten Zwischenstopp in Zürich und anschließend sofort weiter nach München. Unser Manager musste was erledigen. Quatsch, was erledigen? Da war aber der Bank, der hat die Eintrittsprämie für die Freundschaftsspiele zur Bank gemacht. Ja, was meinst du, warum der mit Koffer aus dem Flugzeug aussteigt und ohne Koffer zurückkommt? In der Schweiz auf der Bank? In der Zeit? Das? Oder er braucht ein neues Fondue-Rezept. Aber was ist da eigentlich mit dir, Uli? Warum hast du das letzte Mal in der Schweiz ein Fondue essen? Gehört, du hast ein Haus in Lenzerheide gekauft. Schön die Berge in der Schweiz, ne? So ganz anders als in Bayern. Ja, ich mag die Schweizer Berge eben besonders gern. Außerdem, das ist kein Haus, das ist eine Wohnung. Hey, überleg mir auch was zu kaufen. Vielleicht mit den 50.000 Mark von der Landesmeisterprämie letztes Jahr. Was, die hast du immer noch nicht angelegt? Das könnte unserem Uli nicht passieren, oder? Ich kann nur sagen, die Berge in der Schweiz sind sehr schön und als Immobilienbesitzer braucht man natürlich auch ein Schweizer Bankkonto. Ja, natürlich. Schon allein wegen der Stromrechnung. Sehr richtig. Man hat sich natürlich auch mal gefragt, woher Uli Hoeneß eigentlich seine Inspirationen hatte. Und da war, glaube ich, Robert Schwan eine ganz, ganz wichtige Person als Manager von Franz Beckenbauer, vor allen Dingen aber als einer, der relativ schnell begriffen hat, dass man mit dem Fußball sehr, sehr viel Geld machen kann. Uli. Ah. Herr Schwan, was kann ich für den Manager des FC Bayern tun? Gefallen.
Sicher, Herr Schwan? Du musst die Tasche für mich aufbewahren. Sicher? Wie lang? 10 Minuten. Immer gern, Herr Schwan. Darf ich fragen, was drin ist? Dokumente. Uli, du weißt, was ich schätze. Weil du klüger bist als im meisten Holzköpfe hier. Ja, weil du besser mit Geld umgehen kannst. Aber manchmal ist es das Allerklügste, wenn man weiß, dass man als deutscher Welt- und Europameister beim Zoll nie kontrolliert wird. Und einfach das macht, was der Mann will, der dich bezahlt. Selbstverständlich. Wir sehen uns im Gepäckband. Bedauerlicherweise sind wir noch nicht so weit wie AC Mailand zum Beispiel. Aber ich kann Ihnen verraten, wir arbeiten an einem großen Projekt, das Millionen kostet. Uli Hoeneß hat, glaube ich, gelernt, dass man mit ganz, ganz vielen Dingen, die eigentlich mit dem Fußballbetrieb selber nichts zu tun haben, durchaus gute Umsätze und Gewinne erzielen kann. Und das hat ihm Robert Schwan vorgemacht. Wer hat noch keinen? Er hat einen Vertrag gemacht, der honoriert wird. Das sind halt so Summen für ein Jahr zwischen 50 und 100.000 Mark. Und da sind halt gewisse Veranstaltungen drin. Das heißt, so geht im Wesentlichen weg von der reinen Autogrammstunde. Der Gewinner des Preisausschreibens. Ja, Werbeaktionen dieser Art haben wir, glaube ich, alle paar Monate. So alle 4 Monate, 3, 4 Monate. Also 4-mal im Jahr, kann man in der Regel sagen. Ist das Ihr Beitrag zum Berufsleben Ihres Mannes? Würden Sie das so sehen? Ja. Muss. Ich habe also zwar meine Werberechte an eine Agentur mitverkauft, aber habe dabei auch nach wie vor ein gewisses Mitspracherecht. Denn es gibt viele Dinge, die nicht zu mir passen. Was passt zu Ihnen? Ja, was zu mir passt, sind Dinge, glaube ich, wie so eine Bausparkasse, eine Versicherung, eine Bank. Auch, aber auch alle Jugendlichen, Freizeitmode. Bei Uli Hoeneß kann ich vielleicht mal ein Zitat hier einfließen lassen, das mir vor vielen, vielen Jahren, das war, ich glaube, Ende der 90er Jahre, der damalige DFB-Präsident Egidius Braun mal von ihm sagte, als wir über ihn sprachen, das sagte der Uli Hoeneß, das ist nicht nur ein Top-Fußballer, der hat ein erotisches Verhältnis zum Geld. Hoeneß ist sicherlich jemand auch als Spieler gewesen, der immer schon geschaut hat, wo gibt es zusätzliche Geldquellen. Und das ist dann auch die Vermarktung des einen, der einen Person neben dem Fußballfeld. Er wusste, die Medien bestimmen, prägen das Image des Fußballs mit. Das ist auch zum Teil eine Realität, die nicht unbedingt was mit der zu tun hat, die auf dem Spielfeld stattfinden. Und die Medien sind eine ganz wichtige Geldquelle für den Fußball. Guten Abend, liebe Fußballfreunde. Vom Finalspiel im Europapokal der Landesmeister Leeds United gegen Bayern München. Bayern München ist der Titelverteidiger, damals gegen Atletico Madrid mit 4:0. Ich denke, dass die Spielweise, die Uli Hoeneß pflegte, enorm körperlichen Verschleiß bedeutete. Also weil es war vor allem Tempo und Power, was er auf das Feld zauberte. Und er hatte 1975 im Europapokalfinale gegen Leeds United eine Verletzung erlitten, die sich als langwierig, als letztendlich nicht richtig kurierbar herausstellte. Ein weiterer Bayern-Spieler liegt außerhalb des Spielfeldes, und zwar Uli Hoeneß, der zuvor gefoult wurde. Uli Hoeneß, hier haben wir ihn. Ich glaube, wenn man das von der Entwicklung sieht, ausgehend von dem kleinen Jungen, der alles daran gesetzt hat, irgendwann mal der Star zu sein. Und dann ist er am Ziel seiner Träume. Der gefeierte Star, der Europameister, der Weltmeister, der Olympiasieger. Er ist im Zenit seines Könnens. Und dann dieser jähe Absturz durch eine Verletzung, die alles in Frage stellt, das ist seelisch mit der größtmögliche GAU, den es gibt. Also ich war ziemlich vorbereitet, dass es nicht mehr lange geht. Und eines Tages kam unser Masseur, Josef Saric, ein Jugoslawe zu mir, der beim Massieren mir gesagt, Uli, musst du passen auf. Warum? Wollen sie dich verkaufen? Warum?
Ja, habe ich heute Morgen Manager massiert und hat er mit Präsident gesprochen. Präsident hat gesagt, sobald er wieder gesund ist, muss er verkauft werden. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich das mal mache, das werde ich eben nicht machen. Nicht nach oben buckeln und nach unten treten, sondern genau umgekehrt. Das scheint mir das Wichtigste zu sein, dass es einem gelingt, auch nachher eine Persönlichkeit zu sein, ohne dass man jedes Wochenende Erfolgserlebnisse auf dem Fußballplatz hat. Und darauf, das strebe ich an. Ob es mir gelingt, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Als ich 1979 wegen einer Knieverletzung meine aktive Karriere als Lizenzspieler mit damals 27 Jahren beenden musste, übernahm ich das Management beim FC Bayern München. Für ihn war das eigentlich der goldene Absprung. Da kommt ein großer Verein, der ihm anbietet, mach die Geschäfte für uns. Und da er eh schon so gedacht hat, er hat ja im Vorfeld schon immer so partiell mitgearbeitet, sonst wäre man ja gar nicht auf die Idee gekommen, Uli Hoeneß zu fragen. Das war für ihn der perfekte Absprung. Und letztendlich rundet er seine Karriere ja als Manager ab und nicht als Spieler. Die war unvollendet. Aber als Manager hat er den Fußball neu erfunden. Jetzt war der Zeitpunkt da, wo ich einen nahtlosen Übergang ins andere Berufsleben gesehen hatte. Ich hätte, wie gesagt, sicherlich noch 2-3 Jahre Fußball spielen können. Aber wer weiß, ob dann diese Möglichkeit bestanden hätte, so ohne Probleme einen anderen Beruf zu ergreifen. Jetzt war die Chance da. Nach reiflichem Überlegen habe ich sie am Schopf gepackt. Und ich muss bis heute, nach 3 Monaten, sagen, dass ich es nicht bereut habe. Dass ich allerdings auch mit der ungeheuren Belastung, die auf mich zukommt, nicht gerechnet habe. War der Verein ja relativ am Boden, in der Krise, zweifelte an sich selbst, war ja auch in der Bundesliga abgehängt vom HSV und vom 1. FC Köln. Und er ist dann gekommen und hat gesagt, wenn es etwas gibt, was der FC Bayern sein muss, dann die Nummer 1. Und er war fest davon überzeugt, dass das nur mit Härte und mit Entschlossenheit und mit Konsequenz geht. Und wenn man sich das Auftreten von Uli Hoeneß danach anschaut, in den 80ern und in den 90ern, hat er dieses Prinzip, wir verdrängen die anderen, immer wieder mit großer Lust ausgefüllt. Das ist der Trend bei Ihnen. Nein, und beim ZDF. Ganz klar. Und jetzt, Moment, hier kannst du dir deine Dinge hinter die Ohren schmieren. Das ist es, mein Freund. Ja? Der Manager ist eigentlich nur gut. Wir wollten hier gewinnen, das haben wir geschafft. Mit Glück? Mit Glück, ja. Mit Glück. 90. Meines Wissens gehören 90 Minuten und 92 zum Spiel. Also hören Sie doch mal auf mit Glück. Das ist doch ein schönes Tor gewesen und 90 Minuten gehören zum Spiel. Das ist doch toll, wenn einer eingewechselt wird und in der letzten Minute Tor macht. Aber wo ist jetzt da das Glück? Ich finde das schön irgendwie. Schön. Hätten Sie sagen können, schön, aber nicht Glück. Es war schön, dass wir gewonnen haben, nicht glücklich. Ich sehe Uli Hoeneß als denjenigen, der ehrgeizig ist. Ehrgeizig und sich nicht mit dem zweiten Platz zufrieden gibt. Ganz egal, in welchem Thema. Mir san mir. Und wenn uns einer angreift, dann kriegt er aber sowas eins aufs Maul. Und so hat Uli Hoeneß immer agiert. Er hat eigenen Leuten gegenüber, ob es frühere Spieler sind, die in Schwierigkeiten geraten sind, oder frühere Beschäftigte der Geschäftsstelle, eine unglaubliche Treue. Also der Härte gegen andere, die er als störend empfindet, steht gegenüber eine besondere Anhänglichkeit und Fürsorge für eigene Leute. Aber es ist ein sehr starkes Freund-Feind-Schema. Das ist leider von dir jetzt nur im Prinzip eine Masche, um irgendwie ein bisschen zu versuchen, mich von meinem Weg abzubringen. Nein. Aber kann ich dir auch garantieren, das schaffst auch du nicht. Ich werde das auch gar nicht versuchen, weil am nächsten Donnerstag ist dein Weg zu Ende. Ich hatte nie richtig verstanden, warum Uli Hoeneß damals gesagt hat, wir müssen ruhig ein bisschen arroganter auftreten. Das ist jetzt kein Wortzitat, aber so kann man das nachlesen. Weil ich gesagt habe, ich will doch nicht arrogant auftreten. Ich wollte sympathisch mit Werder Bremen auftreten und wollte die Sympathien der Leute gewinnen. Und dann sage ich, wie kann der sagen, wir müssen arroganter auftreten,
Dann habe ich das über Jahre überlegt und habe gesagt, das ist ja super schlau gewesen. Heute wird ja alles nach Quoten berechnet. Wenn Sie eine hohe Quote haben, dann liegen Ihnen alle zu Füßen und sagen, oh klasse, wir müssen mehr Bayern zeigen, da ist die Quote so gut. Warum ist denn die Quote so gut über Jahrzehnte bei Bayern? Da schalten die ein, die die Bayern lieben und die, die die Bayern nicht lieben. Ich habe die Bayern über Jahre oder Jahrzehnte nur dann eingeschaltet in der Live-Übertragung, wenn ich wusste, dass es eine Chance gibt, dass sie verlieren. Und dort! Das gibt es nicht, meine Damen und Herren, das gibt es nicht. Ein solches Spiel habe ich noch nicht. 1984 spielten die Bayern gegen Schalke 04 im Pokal, also auf Schalke. Und Olaf Thon schoss einen Tag nach seinem 18. Geburtstag 3 Tore gegen den FC Bayern und war natürlich in den Schlagzeilen am nächsten Tag. Und von da aus, denke ich, war er auch auf der Liste des FC Bayern, war mit eines der größten Talente im deutschen Fußball. Und da war dann auch völlig klar, dass dieser Mann beim FC Bayern landen musste. Da. Du kriegst den Thon, das habe ich dir versprochen. Und wenn ich etwas verspreche, dann halte ich das auch, das weißt du. Aber wir sind nicht die Einzigen, die an ihm dran sind. Genua, Atletico, die wollen ihn alle. Das glaube ich dir. Aber ich muss auch planen können. Ich sag dir was. Der Assauer, das ist kein Idiot. Der pokert. Der Lattek meint, der Junge ist 10 Millionen wert. 4. Mehr als 4 leg ich für den nicht auf den Tisch. Der FC Bayern macht keine Schulden für keinen Spieler auf der Welt. Ich misch mich da nicht ein. Ich bin der Trainer, du bist der Manager, du schaffst das Geld ran und gibst es aus. Aber so einer wie der Thon, der fehlt uns hier. Ja, ich weiß. Denkst du, ich habe vergessen, wie weh der uns 84 getan hat? Das 6:6 auf Schalke im Pokal. Da hat er uns im Alleingang fast rausgeschmissen. Und Gerd Müller ist sein Idol. Bayern-Fan ist er noch dazu. Ist das so? Na dann muss er ja nur noch nach Hause kommen. 4 Millionen, kein Pfennig mehr. Ich würde mich freuen. Und ich mich erst, Jupp. Ist gut. Rudi! Olaf Thon unterschrieb im Clubheim seines neuen Arbeitgebers FC Bayern München einen 4-Jahres-Vertrag. Der Wechsel des Nationalspielers von Schalke 04 war vorher schon perfekt gewesen. Die Ablösesumme beträgt 3,5 Millionen Mark. Das war mir schon klar, ja, dass dieser aufsteigende FC Bayern mit dieser Basis, die da inzwischen entstanden war, immer ein Interesse hatte, die möglichst besten Spieler in seinem Verein zu haben. Mir hat noch Handschlagqualität. Bei allem Streit, bei aller Konkurrenz, wenn wir am Telefon sagen, wo ist die Ablösesumme? X. Jawohl, der stand das. Da braucht man nichts schriftlich zu machen. Da konnte man sich auch auf Hoeneß nicht nur hundertprozentig 1000-prozentig verlassen. Hohes Engagement, hoher Sachverstand, klare Vorstellung, was er will. Und vielleicht auch ein ganz gutes Gespür, wie weit er Verhandlungen treiben kann, ohne den Verhandlungspartner dabei umzubringen. Wenn es mal nicht so gelaufen ist, wie er sich's vorgestellt hat, da konnte er auch schon mal ein bisschen grimmiger werden. Aber er war immer sportlich fair. Natürlich wollte er das Beste für den FC Bayern herausholen und da hat er auch alles getan dafür. Aber er hat nie versucht, im Englischen würden wir sagen, eine Win-Lose-Situation herzustellen, sondern er hat auch versucht, die Vorteile für den anderen Partner herauszuarbeiten mit neuen Ideen. Und ich glaube, dass die Partnerschaft über so viele Jahrzehnte für beide Parteien gut war. Neben meiner Tätigkeit für den FC Bayern München gründete ich mit meinem Freund Werner Weiß 1985 die HoWe Wurstwaren KG in Nürnberg, die heute von meinem Sohn geleitet wird. Ich wohne seit 2006 in Bad Wiessee am Tegernsee. Meine Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind geordnet. Neben meinen deutschen Konten unterhalte ich seit vielen Jahren eine Bankverbindung zur Bank Vontobel AG in Zürich. Diese Bankverbindung war den deutschen Steuerbehörden bis zu meiner Selbstanzeige vom Januar 2013 unbekannt. Über die Bank Vontobel führe ich seit vielen Jahren Spekulationsgeschäfte durch. Zu Beginn waren das kleinere Transaktionen.
92 und ihr seid Schneider. Und? Wie teuer wird die Fahrt für unseren Manager? Teuer. Dafür werden wir Stuttgart mit 2-0 weggeputzt. Uli, du gibst. Gleich. Uli, jetzt leg das blöde Ding weg. Immer hängst du da dran. Und jetzt konzentrier dich mal aufs Spiel. Gleich. Bist du sicher? Bist du mehr am neuen Markt verdienst, als du hier beim Schafkopfen verlierst? Unser Physio lebt schon lange nicht mehr von seinem Gehalt, sondern von dem, was er im Spiel gegen dich gewinnt. Jetzt lass ihn, Uli. Wunderbare Urlaube hat er seiner Mannschaft schon beschert. So schlecht, wie er Schafkopf spielt. Frag den Brazzo. Ja, dann komm das nächste Mal nicht wieder zu mir, wenn du einen Tipp brauchst. Ah, seit in der Kabine NTV läuft, bin ich eh bestens informiert. Da wird in der 77. Minute ausgewechselt und klopft hier große Sprüche. Ich brauche halt keine 90, um das 1-0 zu machen. Hör mal, das Tor, das hätte meine Oma geschossen. Ja, deine Oma schon. Bei dir wäre ich mir nicht so sicher. Nach und nach wurde das Volumen der Spekulationsgeschäfte größer. Vor allem zu Zeiten, als sehr viele an der Börse spekulierten, insbesondere während des Aufschwungs des neuen Markts. Neuer Markt, da werden Aktien junger Firmen gehandelt. Zum Beispiel aus der Biotechnologie. Für mutige Anleger der Supermarkt der Großen. Da knallen die Korken, jedenfalls bei den Spekulanten umgangssprachlich auf. Zocker, der neue Markt hat viele neu reich gemacht. Jeder, der einen 5-Euro-Schein in der Tasche hat, ist ein Finanzexperte. Ja? Und deswegen brauchen wir die schwarze Null und all diesen Blödsinn. Und das hat ganz viel mit Populismus zu tun. Und die Leute sind nicht bereit zu akzeptieren, dass viele, viele Dinge sehr, sehr kompliziert sind und dass sie einfach nicht verstehen. Das ist wie mit Fußball. Ne? Jeder, der am Stammtisch sitzt, ist der bessere Trainer. Und so ist das mit dem Geld auch. Als es dann zum Börsencrash kam, erlitt ich schwere Verluste. Es wurde richtig eng. Ja gut, wir wussten ja alle, dass der Uli immer mit seinem Pager da arbeitet. Hatte natürlich keine Vorstellung, was da für Summen bewegt werden. Ich glaube, das hat sicherlich alle überrascht. Das konnte man auch eigentlich gar nicht begreifen. Ich habe zunächst gedacht, das sind so ein bisschen, da macht vielleicht was dran sind, aber diese Beträge. Dass da an der Börse Uli ist, war ein offenes Geheimnis. Er hatte diese zwei Stier und Pulle, oder ja, die zwei, die sind ja zu Hause bei ihm auf dem Boden des Swimmingpools als Mosaik da abgebildet. Also er hat das ja auch nicht versteckt. Dass er während eines Pokalspiels, das live übertragen worden ist, an seinem kleinen Gerät dann gefummelt hat, um irgendwelche Dollarkurse rauszukriegen, um zu sehen, wann er verkaufen oder kaufen sollte. Ja, wenn das keine Sucht ist, dann weiß ich nicht. Dies ändert aber nichts daran, dass trotz des am Ende feststellbaren Verlustes zwischenzeitlich Gewinne angefallen waren, die ich der Besteuerung hätte zuführen müssen. Das habe ich nicht getan. Und deshalb sitze ich heute hier auf der Anklagebank. Eine genaue Übersicht über angefallene Gewinne und Verluste hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Ich sah nur, wie viel Geld da war und was ich also für Spekulationsgeschäfte einsetzen konnte. Letztlich war es ein großes Durcheinander. Zumal ich niemals über Kontoauszüge oder Aufstellungen von Währungskonten verfügte. 50.000 Transaktionen im Jahr. Das sind 100 am Tag. Die werden dann gebucht, dann gibt es einen Kontoauszug. Hat ein Uli Hoeneß Zeit dafür, sich den Kontoauszug anzugucken? Auf dem Pager kann er draufdrücken und sieht, auf seinem Margin-Konto sind 16 Millionen, also das ist sein Spielkapital. Ist doch eigentlich egal, wie er dazu gekommen ist. Das ist steuerlich relevant. Steuerlich ist es relevant, ne? Verluste und Gewinne. Aber für den Spekulanten an sich kommt es nur darauf an, wie viel steht da unten drunter. Wie er da hingekommen ist, ist ihm eigentlich egal. Deshalb war es für mich ein Segen, als im Jahr 2010 die ersten Diskussionen über ein geplantes Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz aufkamen. Ich wollte von der Möglichkeit dieses Abkommens Gebrauch machen, da in einem solchen Fall eine exakte Aufarbeitung dieser zahlreichen Vorgänge nicht nötig gewesen wäre. Dann ist das Abkommen gescheitert, und zwar Ende 2012.
Da ich die Sache aber hinter mich bringen und bereinigen wollte, hatte ich dann den Entschluss gefasst, eine Selbstanzeige vorzunehmen. Schon bevor es zum Beginn der Kontenaufbereitungen kam, die, wie ich heute weiß, rund ein Jahr erfordert hätten, überschlugen sich die Ereignisse. Am Vormittag des 15. Januar 2013 traf ich mich morgens mit meinem Freund Uli Jörges, der in der Stern-Chefredaktion tätig ist, in Berlin zum Frühstück. Ich habe ja am 15. Januar 2013 hier in diesem Café Einstein, zwei Tische weiter, Uli Hoeneß morgens um 11 Uhr getroffen. Am Tag vorher hatte der Stern bei der Vontobel Bank in Zürich angefragt wegen eines Fußballerkontos. Da kannte man den Inhaber noch nicht. Und da lagen damals so in den Abwägungen ganz andere Namen aus dem Fußball vorne. Den Uli Hoeneß kannten ja alle anders, dem hätte es auch niemand zugetraut damals. Eine zu diesem Zeitpunkt offenbar geplante Veröffentlichung im Stern wurde von Herrn Jörges nicht erwähnt. Das Leben ist manchmal kurios. Wir beiden sitzen hier mitten in der Sternrecherche sozusagen zu dem Thema und wissen beide noch nichts davon. Beide noch nichts davon und unterhalten uns über Politik. Heute weiß ich, dass Herr Jörges von dem später erschienenen Artikel des Journalisten Röhrig keine Kenntnis hatte. Mittags traf ich mich mit Frau Merkel zum gemeinsamen Essen. Wenn ich jetzt interpretieren müsste, warum Angela Merkel ihn immer wieder eingeladen hat oder Peer Steinbrück mit ihm zusammengearbeitet hat, die haben den Uli Hoeneß, glaube ich, beide als eine interessante Stimme des Volkes verstanden. Ja, der artikuliert so, was viele Leute denken. Mainstream. Herr Schmidt, was sind denn die großen Fehler, die bei der Unternehmensübergabe gemacht werden? Also die Nachfolge ist im Grunde das Meisterwerk oder die Meisterprüfung eines Unternehmers und da kann ziemlich viel schief gehen. Im Grunde ist die Gefahr da, dass der Unternehmer nicht loslassen will. Es besteht dann auch die Gefahr, dass der Junior nicht die passende fachliche und unternehmerische Kompetenz hat. Und Konflikte in der Familie wirken sich natürlich auch negativ auf die Nachfolge aus. Ja. Am frühen Nachmittag wurde ich von der Bank Vontobel darüber informiert, dass dort in vager Form von einem Journalisten Fragen im Zusammenhang mit einer Sportgröße gestellt wurden, die bei Vontobel ein Konto unterhalten. Dass die beiden Generationen unterschiedliche Interessen. Ich habe, wen wundert das, einen großen Schrecken bekommen und habe meinen Steuerberater Herrn Ache angerufen und ihn gebeten, noch am Abend des 15. Januar nach Bad Wiessee zu kommen und bei der Abfassung einer Selbstanzeige behilflich zu sein. Wobei mir empfohlen wurde, mangels weiterer Unterlagen die jeweiligen Kontojahresstände in der Selbstanzeige mitzuteilen. Die hierfür erforderlichen Zahlen wurden von der Bank in der Nacht per Mail übermittelt. Hierbei ergaben sich insbesondere in den Jahren 2002, 2003 und 2005 hohe zweistellige Millionengewinne, die zu entsprechenden Steuern führen mussten. Entweder hat sich das Team, das diese Selbstanzeige aufgesetzt hat, überschätzt oder den Fall unterschätzt. Also wer sich einen Überblick über die Geschäfte verschafft hat und wer sowas schon mal gemacht hat, ja, und dann die Dimensionen sieht, der weiß, dass er nie und nimmer innerhalb von wenigen Stunden da eine vollständige Selbstanzeige hinbekommt. Am nächsten Morgen bat ich meinen Sohn gemeinsam mit Herrn Ache und Herrn Wald, meine Selbstanzeige um 8.15 Uhr bei den Finanzbehörden in Rosenheim abzugeben. Einen Tag später habe ich eine Abschlagzahlung in Höhe von 10 Millionen Euro an das Finanzamt Miesbach überwiesen. Die Staatsanwaltschaft hielt meine Selbstanzeige für unwirksam. Wir hatten hier den dringenden Tatverdacht einer Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Weiterhin war bekannt, dass der Beschuldigte über ein Bankkonto in der Schweiz verfügt und dort über nicht unerhebliche Geldbeträge verfügen konnte.
Weiterhin war uns auch bekannt, dass er Wohnraum in der Schweiz hatte. Dies führt dann im Ergebnis dazu, dass eine gewisse Fluchtgefahr besteht. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Hoeneß. Mein Name ist Achim von Engel. Ich bin Staatsanwalt am Landgericht München II. Und was kann so wichtig sein, um... Kommst du bitte? Ja. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, Herr Hoeneß. Ich habe hier einen Durchsuchungsbefehl. Sie sind wegen des Verdachts auf schwere Steuerhinterziehung vorläufig festgenommen. Aber die können dich doch nicht einfach so verhaften. Dürfen wir? Ja. Folgen Sie mir. Na dann, meine Herren, ran an die Arbeit. Was ist denn jetzt los? Sorge, dass ich telefonieren kann. Dann klärt sich das. Es ist ein Missverständnis, alles wird gut. Frau Hamburger, Sie kommen auch ohne mich zurecht hier, oder? Selbstverständlich. Gut. Herr Hoeneß, dann machen wir beide uns jetzt auf den Weg nach München. Nach München? Nach München, zum Haftrichter. Ja, dann muss ich mir ja jetzt erst einmal etwas anziehen. Ja, machen Sie das. In 5 Minuten fahren wir los. Ach, Herr Hoeneß, denken Sie an Tabletten, falls Sie welche nehmen. Die Abwägung der Umstände hat dann ergeben, dass aufgrund der beruflichen und persönlichen Bindungen des Beschuldigten hier eine Außervollzugsetzung des Haftbefehls ausreichend wäre, um zu erwarten, dass er weiterhin dem Verfahren zur Verfügung steht. Eine Außervollzugsetzung erfolgt dann gegen Auflagen, die hier auf eine Kaution von 5 Millionen Euro festgelegt wurden. Weiterhin hatte der Beschuldigte seinen Reisepass zu hinterlegen und er musste sich wöchentlich bei der örtlichen Polizeidienststelle melden. Ich will hier aber nicht jammern. Wäre ich von Anfang an steuerehrlich gewesen oder hätte ich mich zu einem früheren Zeitpunkt entschlossen, die Dinge in aller Ruhe vernünftig zu erledigen, wäre dies alles nicht passiert. Mein Verfahren wurde dann durch Indiskretion bekannt. Die Folgen waren für mich und meine Familie hier katastrophal. Man belagerte unser Haus in Bad Wiessee. Ich erhielt Drohbriefe bis hin zu Morddrohungen. Ich kann dies alles nicht ändern.
bin aber doch recht betroffen. Ich habe ein Stück weit mitgelitten, weil ich das schon, ich will nicht die Medien schelten. Es wurde eine, ich sag das mal in Metzgerdeutsch, eine besonders dicke Sau durchs Dorf gejagt. Als wir bei ihm waren, wir haben bei strahlendem Wetter hinter den geschlossenen Gardinen gesessen, weil man mit Teleobjektiven das Haus dort abgeleuchtet hat. Natürlich ist das so, dass man, wir können uns insgesamt nicht dagegen wehren. Ich glaube, er ist da gut mit umgegangen. Die Familie hat gelitten, das weiß ich. Er ist ja schon, bevor der Prozess stattfand, ein Jahr lang durch den Fleischwolf der Medienmaschine gedreht worden. Ich kann mich ja auch an die zahlreichen Äußerungen erinnern, das wäre eine Privatangelegenheit von Uli Hoeneß. Finde ich ganz bezaubernd, diese Argumentation. Aber ein Mensch, der in seiner kompletten Persönlichkeit überall präsent ist, im Fernsehen, auf Pressekonferenzen, der wird auch als komplette Persönlichkeit wahrgenommen. Der kann sich hinterher nicht damit herausreden, dass er sagt, dieser bestimmte gravierende Teil meiner Persönlichkeit, der ist ganz privat, der geht der Öffentlichkeit nichts an. Deswegen ist dieser Versuch, das Ganze so ein bisschen an die Seite zu drängen, von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Ich bin kein Jurist. Das Einzige, was ich von mir aus beitragen kann, ist die vollständige und rückhaltlose Rückkehr zur Steuerehrlichkeit. Ich bin sicher, dass ich diesen Schritt vollständig getan habe und es hier auch kein Zurück gibt. Ich will ohne Wenn und Aber reinen Tisch machen und zeigen, dass ich in jeder Hinsicht steuerehrlich bin. Vielleicht sollte ich besser sagen, geworden bin. Ich will aber auch sagen, und das ist mir ganz wichtig, dass ich mein früheres Verhalten zutiefst bereue und dass mir das alles leid tut. Andererseits will ich aber auch eins nicht verschweigen. Ich bin kein Sozialschmarotzer. Ich habe seit 2001 knapp 5 Millionen Euro an gemeinnützige Einrichtungen gespendet. Ich will damit nicht angeben oder mich gar rechtfertigen. Ich will die Sache ordentlich hinter mich bringen. Und vor allem will ich mit mir ins Reine kommen. Ich bin froh, dass jetzt alles transparent auf dem Tisch liegt. Ich werde alles dafür tun, dass dieses für mich bedrückende Kapitel abgeschlossen werden kann. Hoeneß hat eine Erklärung verlesen, 14 Seiten lang. Und da saß jedes Wort. Da war jedes Wort strategisch ausgerichtet. Da zeigte er sich demütig, da zeigte er sich ruhig, da zeigte er sich als armen Sünder, als jemand, der von seiner Spielsucht hingerissen worden ist. Aber er selbst hat sich sehr schwer getan mit diesem Demo-Zeigen. Es ist wieder seine Natur. Und man hat es gespürt. Der hat ja so ein alttestamentarisches Verständnis von Gut und Böse. Und bei ihm ist nur verankert, ich bin der Wohltäter, ich habe viele Steuern bezahlt, ich habe meine ganzen, ich habe Millionen gespendet für gute Zwecke, ich bin ein guter Mensch. Und jetzt ist mir da mal ein Fehler hinterlaufen und jetzt glaubt ihr, dass ihr sozusagen Richter spielt über mich. Wer seid ihr denn? Ne? Herr Hoeneß, Sie haben Abitur. Das ist richtig. 1971 habe ich mein Abitur am Ulmer Schubert-Gymnasium abgelegt. Mit einem 2,4-Schnitt. Wie ging es für Sie danach weiter? Ich habe Anglistik und Geschichte auf Lehramt studiert. 1982 haben Sie als einziger Passagier ein Flugzeugunglück überlebt. Der Pilot Wolfgang Junginger, der Student Thomas Kupfer und der Journalist Helmut Simmler sind tot. Diplom-Ingenieur Karl-Heinz Deppe auf einer Fahrt durch sein Jagdrevier im Heidlinger Moor sah einen Mann auf den Feldweg zukriechen. Er packte den Mann in seinen Jeep. Es war Uli Hoeneß. An dieser Stelle kam er mir kriechend entgegen und dann habe ich ihn zum Jeep geschleppt. Und die Ärzte glauben, er kommt wieder halbwegs zusammen. Er hat keine Verletzungen, die lebensgefährlich wären. Also jedenfalls, er ist bei Bewusstsein, er kann nicht sprechen.
Jobs fällt ihm zumindest schwer, aber er reagiert auf Ihre Fragen und auf Ihre Gespräche. Er ist geistig voll da, ja. Vielen Dank, Herr Breitner. Das war's. Guten Flug. Danke. Wie kann ich als jemand, der erlebt hat, wie das Schicksal einen hin und her werfen kann, wie kriege ich da Kontrolle rein? Was kann ich tun, um im Grunde genommen mein Glück unter feste Bedingungen zu stellen? Auf der einen Seite muss ich alles drauf setzen oder daran setzen, meine Ziele mit aller Wucht, mit aller Entschiedenheit, die zu erfüllen. Das zeichnet den Uli Hoeneß, der einerseits eine Hassfigur, andererseits eine Leitfigur ist, wenn man merkt, er ist quasi ein absoluter Erfolgsmensch. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, wie zerbrechlich das Wesen ist. Und das erklärt im Grunde genommen auch diese empfindsame, diese mitleidige Seite. Das heißt, das gleiche Ereignis, wir sind geprägt in unserem inneren Wesen durch eine ungeheuerliche Erfahrung, wie das Schicksal uns hin und her werfen kann. Und diese Erfahrung macht uns einerseits zum fanatischen Schicksalsdompteur, andererseits zum mitleidsfähigen Mitmenschen. Sie erlitten nur leichte Frakturen an Oberarm und Knöchel und eine Gehirnerschütterung. Das ist richtig, Herr Richter. Ich saß im hinteren Teil des Cockpits. Herr Hoeneß, kennen Sie den Unterschied zwischen strategischen und taktischen Anlagen bei Devisentermingeschäften? Gewinne aus strategischen Anlagen, die länger als ein Jahr gehalten werden, sind steuerfrei. Kurzfristige Gewinne dagegen müssen versteuert werden. So ist es, Herr Hoeneß. Wie tätigen Sie Ihre Geschäfte, Herr Hoeneß? Herr Hückli ist seit 20 Jahren mein Ansprechpartner und ein sehr guter Freund. Ihm vertraue ich hundertprozentig. Ich habe ihn immer nur nach dem Kontostand gefragt. Einen Kontoauszug habe ich mir nie angeschaut. Sie haben Ihre Geschäfte nur im Vertrauen auf die Bank getätigt? Ja. Herr Hückli war mein Freund. Ich bin ein Mann, der mal spekuliert, mal in erster Linie natürlich in den letzten Jahren auch sein Geld in der Wurstfabrik angelegt hat. Und ansonsten bin ich da wirklich sehr aufgeschlossen, auch für Aktienkäufe, auch mal für eine Devisenspekulation. Aber das sind alles Dinge, die ich selbst entscheide und da brauche ich keine Berater. Herr Hoeneß, wir haben uns das sehr genau angeschaut. Am 17. Dezember 2008 haben Sie an nur einem Tag 18 Millionen Euro Miese realisiert. Was ist da mit der Bank gesprochen worden? Da wurde nicht viel gesprochen. Sie können mit Ihrem Geld machen, was Sie wollen. Ich verstehe es nur nicht. Wenn man zockt und verrückt ist, wie ich es war, will man Gewinne mit Gewalt erzwingen. Das ist eine Spirale der Unglückseligkeit. 2009 habe ich dann ein bisschen die Nerven verloren. Aber ich habe meinem Freund bei der Bank immer weiter hundertprozentig vertraut. Es gibt einmal den Berater im klassischen Sinne, den ich anrufe und frage, was soll ich mit meinem Geld machen. Die Fantasie, dass das so bei Herrn Hoeneß gelaufen ist, fehlt mir. Das kann nicht so gewesen sein. Um zu erklären, wie sich dann dieser andere Berater, der die Orders quasi entgegennimmt und ausführt, verhält, würde ich gerne eine Analogie benutzen, die eines Barmanns. Ja, also wir haben ja auch in gewisser Weise, sagt Herr Hoeneß ja selber, eine Suchtanalogie. Also da kommt jetzt jemand in die Hotelbar und will sich richtig wegschießen. Ja? Und dann gibt es zwei Arten von Barkeepern. Der eine Barkeeper sagt nach dem fünften Single Malt, ich mache Ihnen mal einen Espresso und bestelle ein Taxi. Ja? Und der andere füllt im Interesse des Ertrags der Bar, füllt den Gast ab, bis er vom Tisch fällt. Und das sind im Prinzip die beiden Beratercharaktere, würde ich sagen. Ja? Der aufrichtig Edle, ne? Und der andere Profitorientierte. Das muss man jetzt gar nicht werten, welcher besser ist oder schlechter. Ja? Aber ich glaube, selbst wenn man zu den Aufrechten gehört, ist es extrem schwierig, einem Alpha-Tier wie Herrn Hoeneß zu sagen, um in dem Bild zu bleiben, du hast genug. Das traut sich keiner. Uli, was willst du mit dem Ding? Die Börse ist doch schon zu. Nicht in Singapur. Du kannst damit sehen, wie die Kurse in Singapur stehen? Mhm.
Singapur, London, New York. Im Gegensatz zu dir, Lothar, arbeitet das Geld immer. Uli, jetzt reicht's. Du gibst. Gib du, ich hab grad keine Zeit. Es geht mich ja nichts an, aber glaubst du nicht, dass du gerade ein bisschen übertreibst? Das stimmt wohl. Was stimmt? Es geht dir nichts an. Es ist dieses Master of the Universe-Gefühl, dass man der Weltenlenker ist. Oder zumindest versteht, wie die Weltenmechanik funktioniert. Also ich verstehe, ich denke mir mit Yen und US-Dollar, das wird so und so und so. Und dann kommt das auch so, aus Zufall. Ne? Aber dann sagt man, das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst. War klar. Ja, es ist wohl nicht ohne die vier Buchstaben Gier zu erklären. Denn er brauchte es nicht, um ein komfortableres Leben zu führen. Er brauchte es nicht, um sich Wünsche erfüllen zu können, materieller Art. Er brauchte es wohl, um auch in dieser Sparte die Nummer eins zu sein, der cleverste, den er kennt. Es geht um den Beweis, dass man das alles hinkriegt, dass all das, was man anpackt, zu Gold wird. Da ist eine ungeheure Sucht am Werke. Und wenn diese Sucht jetzt gestört wird, dann wird Uli Hoeneß ein Mensch, der zutiefst ungenießbar ist. Papa, kommst du raus zum Essen zu uns? Anton ist gerade wach. Sabine hat Erdbeerkuchen mitgebracht und die Würstel sind fertig. Na, Flori, ich komme sofort. Wann denn? Wir bleiben nicht mehr allzu lang. Ja, gleich. 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 Das sagst du jedes Mal. Merkst du noch was? Was? Es reicht, Papa. Es reicht. Wenn du das verdammte Scheißteil nicht gleich weglegst, dann nehme ich es und schmeiß es in den Teich. Fragen, was hier los ist? Was hier los ist? Siehst du das nicht? Papa zockt sich wieder um Kopf und Kragen. Es fällt dir ein, so mit mir zu reden. Das muss ich mir nicht bieten lassen, nicht von meinem eigenen Sohn. Ich werde mich doch mal 5 Minuten zurückziehen können in meinem eigenen Haus, ohne dass mir gleich nachspioniert wird. Papa, niemand spioniert dir hinterher. Du zockst. Verstehst du? Du zockst. Florian, reiß dich zusammen. Ich soll mich zusammenreißen, Mama? Schau ihn dir doch an, der kann doch gar nicht mehr anders. Ich will keinen Streit, nicht heute. Ich will einfach einen schönen Tag mit euch genießen. Ist das möglich? Ist das möglich, Uli? Ja, ja. Ich komme gleich. Bitte. In seiner Struktur ist er tatsächlich ein Clanführer, der eben auf ganz andere Werte setzt, als jetzt in einer Demokratie üblich. Ja. Also eben nicht auf demokratischen Diskurs, lass uns darüber reden und wir beide finden jetzt die beste Lösung, sondern ich sage, wie es gemacht wird. Ich bin der Clanführer, mir geht es um Unterordnung, um Hierarchie, um die Anerkennung, dass ich die Eins bin. Und wenn du da nicht folgst, bist du raus. Der Uli Hoeneß ist erstmal in seinen fachlichen Fähigkeiten, und das ist ja die Grundlage, sehr erfolgreich gewesen. Ohne das wird vieles nicht passen oder funktionieren. Darüber hinaus ist er aber auch ein Patriarch. Das heißt, er hilft dir. Du darfst aber nicht widersprechen. Patriarch heißt ja auch, dass er die eigenen Leute schuhriegelt, wenn sie nicht parieren, aber auch, dass er sich sehr fürsorglich verhält, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Er ist da so ein bisschen eine Unternehmerpersönlichkeit des 19. Jahrhunderts, obwohl er sich auch in der modernen Wirtschaftswelt extrem gut zurechtfindet. Herr Hoeneß, wann haben Sie sich entschieden, wieder steuerehrlich zu werden? Eigentlich schon viel früher. Dann erklären Sie mir Folgendes. 2007 kommt die Steuer-CD aus der Schweiz nach Deutschland. Und Sie machen nichts.
Warum? Weil ich den Zeitpunkt verpasst habe. Ich hatte das Gefühl, dass ich steuerlich kein Problem habe. Weil ich ja ständig nur Verluste gemacht habe. Warum dann die Eile, als der Anruf von der Vontobelbank kam? Ich wollte schon lange vor dem Anruf eine Selbstanzeige abgeben. Natürlich habe auch ich auf das Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz gehofft. Aber das ist ja dann 2012 im Bundesrat gescheitert, wegen der SPD. Als ich dann die Selbstanzeige erstatten wollte, war Herr Hügli gerade im Urlaub. Die Recherchen des Stern haben keine Rolle gespielt. Nein. Das kann man glauben. Das muss man aber nicht glauben. Erzählen Sie keinem vom Pferd, Herr Hönes. So sagen Sie doch, was der Stern für eine Rolle gespielt hat. Was hat eine Rolle gespielt? Eine große. Uli Hoeneß hat immer mehr gespürt, dass er hier auf fremdem Terrain ist, auf einem Spielfeld, dessen Spielregeln er nicht kennt. Er, der doch normalerweise weiß, was Sache ist, der auch diktiert, was Sache ist, er war hier plötzlich, als wenn er als Fußballer Wasserball spielen müsste. Er kannte die Regeln nicht. Ich bitte nun Herrn Manfred Büttner in den Zeugenstand. Fürs Protokoll Ihre persönlichen Angaben, Herr Büttner. Ich heiße Manfred Büttner, ich bin 57 Jahre alt und Steuerfahnder bei der Steuerfahndung Stuttgart. Herr Büttner, wie und wann haben Sie von den Recherchen des Stern erfahren? Johannes Röhrig vom Stern hat mich auf privater Ebene kontaktiert. Er hat ganz allgemein nachgefragt, ob bei Devisenspekulationen Steuern anfallen. Es gehe ihm um ein Konto, auf dem mehrere hundert Millionen Euro lägen. Ich sagte ihm, es wäre sinnvoll, mit den Finanzbehörden vor Ort Kontakt aufzunehmen. Er hat sich danach nicht mehr gemeldet und ich dachte, die Geschichte habe sich nicht bewahrheitet. Im Januar 2013 hat er nochmal angerufen. Er sagte, es handle sich um ein Nummernkonto in der Schweiz. Da sprach er vom FC Bayern. Er sagte, es lägen bis zu 50 Millionen drauf. Ich habe ihn dann an meinen Kollegen Irlbauer in München verwiesen. Der Name Hoeneß ist nicht gefallen. Das war's. Vielen Dank, Herr Büttner. Gern geschehen. Ich bitte nunmehr Herrn Helmut Irlbauer in den Zeugenstand. Herr Irlbauer, machen Sie bitte Angaben fürs Protokoll zu Ihrer Person. Mein Name ist Helmut Irlbauer vom Finanzamt München I. Herr Irlbauer, Sie wurden von Herrn Büttner in dieser Sache unterrichtet. Wann genau war das? Der Kollege Büttner aus Stuttgart hat mir am 16. Januar mitgeteilt, dass er Informationen habe, dass bei der Bank von Tobel ein Konto in Höhe von 800 Millionen Schweizer Franken läge, das einem großen bayerischen Fußballverein gehöre. Unsere Arbeitshypothese war natürlich, das kann nur der FC Bayern sein, nicht 1860 und auch nicht Nürnberg. Die verfügen beide nicht über die finanzielle Potenz. Aber konkret festmachen an einer Einzelperson konnten wir das damals noch nicht. Am 17. Januar rief dann Herr Röhrig vom Stern bei mir an. Herr Röhrig meinte, es sollte wohl angeblich der Aufsichtsratsvorsitzende des Fußballvereins sein, dem das Konto gehört. Ich habe dann im Internet nachgesehen und der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Bayern ist ja der Herr Hoeneß. Am 18. Januar habe ich dann der Behördenleitung davon morgens Bescheid gegeben und sofort um einen Termin gebeten, um die Akten des FC Bayern einzusehen. Mir wurde dann mitgeteilt am 18. Januar, dass ich das nicht mehr brauche, weil die Informationen schon von anderer Stelle vorliegen. Es waren die Schicksalstage für Uli Hoeneß, weil ich glaube, er instinktiv gespürt hat, dass das der Moment ist, in dem entweder sein Geheimnis entdeckt wird oder aber er in der Lage sein wird, den Sternrecherchen zuvorzukommen und damit die Möglichkeit hat, dass das Bild von Uli Hoeneß, das wir alle hatten, das des Wohltäters, das der moralischen Instanz, unbeschädigt bleiben würde.
weil er in aller Heimlichkeit eine Selbstanzeige würde abgeben dürfen und dann niemand davon erfahren würde, dass er über so lange Zeit in diesem Umfang Steuern hinterzogen hat. Und dann würden wir hier heute alle nicht sitzen und über den Steuerfall Uli Hoeneß diskutieren, weil es ihn öffentlich vermutlich nie gegeben hätte. Ich bitte nun Frau Gabriele Hamberger in den Zeugenstand. Die beeindruckendste Zeugin war die Steuerfahnderin aus Rosenheim. Charmant, versiert, klug, hatte einen ganzen Aktenkoffer dabei mit einem Korb voller Akten und hatte sozusagen die Vermögensübersicht von Uli Hoeneß. Sie kannte sein Vermögen besser als er selbst. Und diese Frau war deswegen so beeindruckend, weil sie so ganz ohne Belastungseifer war. Sie haben die Steuerunterlagen vom Angeklagten geprüft? Hat der Angeklagte bei Ihnen angerufen? Ja, hat er. Er hat sich kurz nach seiner Festnahme dafür bedankt, dass die Hausdurchsuchung so diskret verlaufen sei. Ja, danach wurde der Kontakt schwieriger. In meiner Funktion als Steuerfahnderin beim Finanzamt Rosenheim stellte ich einige Fristen. Ja, wir benötigten dringend die Unterlagen vom Schweizer Konto. Februar, April und Juni 2013. Am 9. Dezember, ja, so gute 10 Monate nach der Selbstanzeige, da forderte ich die Papiere letztmalig an. Und am 13. Januar 2014, da telefonierte ich mit dem Steuerberater des Angeklagten und der sagte, dass die Entscheidung über die Vorlage der Unterlagen bei den Verteidigern liege. Waren die Unterlagen schon da? Die Unterlagen waren erst spät gekommen. Am 27. Februar erhielt ich die Unterlagen auf USB-Sticks. 52.000 Seiten Akten, alle nicht kompatibel mit unseren Computerprogrammen. Ein großer Schuhkarton voller Daten. Am 5. März kamen dann noch 2 USB-Sticks mit den Abrechnungen zu den Devisentermingeschäften. Ja, die Verteidiger sagten, man wolle alles auf den Tisch legen. Der Herr Hoeneß wolle das so. Also habe ich die Daten in der Faschingswoche gesichtet. In der Sie eigentlich komplett Urlaub gehabt hätten? Ja, das Grundkapital für die Spekulationen kam von Robert Louis Dreyfus, dem ehemaligen Adidas-Chef. Ein Kredit von 5 Millionen Mark, dazu eine Bürgschaft über 15 Millionen Mark und 11,2 Millionen Euro eigenes Geld, das der Herr Hoeneß von seinen legalen Konten an von Tobel überwiesen hat. Ich nehme für meine Berechnungen jetzt immer den Best Case an. Na, es hilft ja nichts, wenn wir uns nachher darüber streiten. Die Zahlen scheinen relativ belastbar. Die geschätzte Steuerschuld beträgt 23,7 Millionen Euro. Hinzu kommt der Betrag aus der Anklage. Ich habe gedacht, ich traue meinen Ohren nicht. Das ist ja eine so wahnsinnig hohe Summe. Von diesen 3,5 Millionen, die wir am Anfang hatten, so meilenweit entfernt, da geht ja überhaupt kein Weg mehr an einer Freiheitsstrafe vorbei. So sozial eher war, Steuerhinterziehung ist asozial, vor allem in solchen Größenordnungen. Aber die meisten hatten so mit 3 Millionen gerechnet und hatten die ein Auge zugedrückt, haben gesagt, naja, das kann vielleicht schon mal passieren. Ja. Der hat viel gezockt, aber fast 30 Millionen? Ja klar, die müssen unterbrechen, die müssen dann nochmal völlig von vorne anfangen, da geht das so nicht. Das war mein Gedanke. Ich war sehr überrascht, dass die das dann da so durchgezogen haben. In einer Woche hat sich die Schadenssumme verachtfacht. Interessant. Danke, Frau Hamberger. Ich unterbreche die Sitzung für 30 Minuten. Das war ja immer noch die Idee. Ach, der Uli, der hat gute Anwälte, die werden ihn schon rausboxen. Aber bei so einer Summe, da geht's nicht mehr mit rausboxen. Es war für mich vollkommen klar, er wird in Haft gehen müssen. Nur er selber, glaube ich, hat das auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht so gesehen. Während des Prozesses
Zweiter Tag, als klar wurde, ah, es sind jetzt nicht 3,5, es sind nicht 15, sondern jetzt sind es plötzlich 27 Millionen Euro Steuerschulden. Da hat man sich abends beim Spiel in der VIP-Lounge der Allianz Arena getroffen, hat ein bisschen Fußball geguckt gegen Arsenal. Und man ist davon ausgegangen, dass Uli Hoeneß nach wie vor natürlich, dass das ein super Tag war, der ist super gelaufen und der kommt mit der Bewährung raus. Die Bayern München ist nicht bis zuletzt davon ausgegangen, dass Uli Hoeneß natürlich nie eine Gefängnisstrafe bekommen kann. Also diese Sichtweise auf diesen Prozess, die muss man erst mal haben. Wir haben den gestrigen Tag genutzt, um die Dinge selbst nachzuvollziehen, die die Steuerfahndung uns gestern dargelegt hat. Das Gericht wird nicht nur die 3,5 Millionen Euro hinterzogener Steuern in das Urteil einbeziehen. Für 2003 kommen noch einmal 14 Millionen Euro dazu. In 2005 etwa 10 Millionen, macht in 2009 eine kleine Reduktion, insgesamt 27,2 Millionen Euro, mit Solidaritätszuschlag insgesamt 28,5 Millionen Euro. Ja, da zweifeln wir nicht daran. Wir sind auch nicht überrascht. Wir sind ja nicht dämlich. Man war sprachlos. Man hat sich die Dimension nicht vorstellen können, auch dass ihm Geld zur Verfügung steht, um in dieser Größenordnung Steuer zu hinterziehen. Persönlich hat mich eigentlich am meisten erregt, dass er die Stirn hatte, während der Steuerhinterziehungen als Moralist in Fragen der Steuermoral aufzutreten. Und am Ende nützt das gar nichts, weil die Reichen gehen dann nach Österreich und in die Schweiz und dann haben wir gar nichts davon. Wir müssen die Reichen hier halten, damit sie weiterhin gemolken werden können, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wir alle haben Fehler gemacht, aber lass uns jetzt die Ärmel hochkrempeln und schauen, wie dieses Land und wie wir alle die Zukunft gestalten, dass der kleine Mann, dass er etwas zu essen hat, dass er eine Zukunft hat, dass er einen Job hat. Aber dazu braucht man eine funktionierende Wirtschaft. Und das nützt überhaupt nichts, immer auf die Reichen reinzuhauen. Wenn die Unternehmen und alle, die in die Schweiz und nach Österreich gehen, dann haben die Leute auch nichts mehr zu essen, weil sie dann keinen mehr haben, der ihre Ware produziert. Ich glaube, dass so Menschen wie Hoeneß, die durchaus nicht nur nehmen, sondern auch geben, dass sich bei denen irgendwann so ein Unrechtsbewusstsein dort einstellt, das da lautet, ich zahle ja Steuern dadurch, dass ich spende. Und meine Steuern gehen sogar an die richtige Stelle, weil ich bestimme, wo dieses Geld dann dahin geht. Und so legt man sich dann so eine Wahrheit in Anführungsstrichen zurecht, die ja in Wirklichkeit nur Ausdruck eines mangelnden Rechtsbewusstseins irgendwo ist. Man merkt ja auch, wie die Anspannung wuchs. Man konnte es sehr gut bemerken an seinem kleinen Finger. Er zuckte in regelmäßigen Abständen, immer wieder. Und auch als Hoeneß seine andere Hand darüber legte, hörte dieser kleine Finger nicht auf zu zucken. So sehr, wie er sich zusammenriss, äußerlich, der kleine Finger konnte nicht verbergen, dass er eben wahnsinnig angespannt war. Mit dem heutigen Tag ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass diese Kammer für Deals, das heißt der Verfahrensabsprachen, grundsätzlich unempfänglich ist. Herr Staatsanwalt von Engel, bitte. Ihr Plädoyer. Wo ist Gericht? Die Hälfte der Geschäfte waren steuerfrei, sagt die Bank, ohne Belege. Und da die Schweiz keine Rechtshilfe leistet, ist das nicht aufzuklären. Außerdem gilt in dubio pro reo. Strafmildernde Umstände sind nicht auszumachen. Herr Hoeneß hat zwar Beträchtliches im sportlichen und sozialen Bereich geleistet, aber diese Leistung kann nicht mit Straftaten verrechnet werden. Es bedarf krimineller Energie, um ein Konto in der Schweiz anzulegen, damit man es dort nicht entdeckt. Diese Energie geht zu seinen Lasten. Aus Angst vor Entdeckung wagte der Angeklagte einen Schnellschuss, eine unwirksame Selbstanzeige. Die Staatsanwaltschaft fordert 5 Jahre und 6 Monate Haft für den Angeklagten. Wo
Wo ist Gericht? Die Stunde Null dieses Verfahrens ist der 17. Januar 2013, 8.15 Uhr. Das war die Rückkehr des Herrn Hönes zur Steuerehrlichkeit. Hätte um 8.15 Uhr Herr Staatsanwalt von Engel am Haus von Hönes geklingelt mit einer CD aus der Schweiz in der Hand, könnten wir uns über die Millionengrenze des Bundesgerichtshofs unterhalten. Aber Herr Hönes hat geklingelt. Er hat klingeln lassen. Hönes in den Knast, das wird in den Stadien gerufen. Wir sind überzeugt, dass die Beweisaufnahme es dem Gericht ermöglicht hat, eine andere Entscheidung zu treffen, als vielfach erwartet wird. Wenn eine Selbstanzeige strafbefreiend wirken soll, dann darf sie doch an Formulierungen, Formalitäten nicht scheitern. Entscheidend ist doch Herrn Hönes Wille, zur Steuerehrlichkeit zurückzukehren. Deshalb halte ich die Forderung der Staatsanwaltschaft für völlig verfehlt. Ich fordere zweierlei, die Einstellung des Verfahrens oder aber höchstens eine Bewährungsstrafe. Die Steuerlast von 28,5 Millionen Euro wird unter Aufbringung aller Kräfte kurzfristig bezahlt. Das ist ja kein Pappenstiel. Danke. Herr Hönes, Sie haben gehört, was gesagt wurde. Können selbst noch etwas zu Ihrer Verteidigung sagen? Ich habe nichts hinzuzufügen. Das Gericht zieht sich nun zur Beratung zurück. Die Urteilsverkündung ist für 14 Uhr angesetzt. Verteidiger Feigen sagte immer, die Stunde Null sei der 17. Januar 2013 gewesen. Es war aber nicht die Stunde Null, es war schon 5:12 Uhr, vielleicht sogar 11:55 Uhr. Feigen wollte deutlich machen, da ist jemand gekommen aus eigenem Antrieb und hat die Möglichkeit der Ermittlung überhaupt erstmal auf den Tisch gelegt. Und wenn eine Selbstanzeige nur wegen formaler Mängel nicht anerkannt wird, dann kann sie doch nicht gar nichts wert sein. Und darauf hat er gehofft, dass er damit durchkommt. Dass er vielleicht nicht Freispruch für Hönes kriegt, war ihm, glaube ich, auch klar. Aber dass er ihn möglicherweise vor der Haft bewahrt, darauf hat er gehofft. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird aufgrund von Steuerhinterziehung in 7 eigenständigen Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Mir hat man gesagt, dass Uli Hoeneß bis in den letzten Tag hinein, bis kurz vor das Urteil, nicht akzeptieren wollte, überhaupt nicht wahrhaben wollte, dass er wirklich in den Knast gehen könnte. Und das muss man sich einfach vorstellen, dass einer sagt, ich kann nur siegen. Verlieren ist nicht vorgesehen. Herr Hoeneß, Sie berufen sich darauf, dass die Bank quasi alles alleine gemacht habe. Das nehmen wir Ihnen nicht ab. Und auch Ihre Selbstanzeige ist nicht aus freien Stücken erfolgt. Sie rufen sich darauf, Sie war eine erkennbar unzureichende Selbstanzeige. Quasi alles alleine gemacht habe. Sie hatten viele Jahre Zeit. Sie, haben Sie berufen sich darauf, dass die Und Bank Ihre Selbstanzeige quasi alles alleine gemacht habe. Das nehmen wir nicht viele Jahre Zeit. Und auch Ihre Selbstanzeige ist keineswegs aus freien Stücken erfolgt. Sie hatten viele Jahre Zeit und haben Weg in der Weg auch das Steuerabkommen mit der Schweiz wäre eine Chance. Sie haben sich schuldig gemacht. Zu Ihren Gunsten spricht, dass Sie sich selber ans Messer geliefert haben. Sie haben die Unterlagen geliefert, mit denen erst die Zahlen festgesetzt wurden. Aber wer weiß, ob nicht noch eine CD von von Tobel erscheint. Die Fortdauer des Haftbefehls wird angeordnet. Ja, das habe ich nicht so erwartet.
Die Verteidigung wird das Urteil, wie Sie nicht überraschen wird, anfechten, und zwar mit dem Rechtsmittel der Revision, damit der Bundesgerichtshof, dort der erste Strafsenat, dann prüfen und entscheiden kann, wie umzugehen ist mit einer Selbstanzeige, die wirksam, halbwirksam oder missglückt ist. Papa, lies erst mal. Später können wir immer noch was ändern, wenn es sein muss. Nach Gesprächen mit meiner Familie habe ich mich entschlossen, das Urteil des Landgerichts München II in meiner Steuerangelegenheit anzunehmen. Ich habe meine Anwälte beauftragt, nicht dagegen in Revision zu gehen. Das entspricht meinem Verständnis von Anstand, Haltung und persönlicher Verantwortung. Steuerhinterziehung war der Fehler meines Lebens. Den Konsequenzen dieses Fehlers stelle ich mich. Außerdem lege ich mit sofortiger Wirkung die Ämter des Präsidenten des FC Bayern München e.V. und des Aufsichtsratsvorsitzenden der FC Bayern München AG nieder. Ich möchte damit Schaden von meinem Verein abwenden. Der FC Bayern München ist mein Lebenswerk und er wird es immer bleiben. Ich werde diesem großartigen Verein und seinen Menschen auf andere Weise verbunden bleiben, solange ich lebe. Meinen persönlichen Freunden und Anhängern des FC Bayern München danke ich von Herzen für ihre Unterstützung. Und dann, wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war's noch nicht.